Wir beginnen diese Original-Slings-Übungssequenz und eine meiner Favoriten im Fersensitz. Du kannst das Becken zentrieren, die Wirbelsäule verlängern und dann mit dem Armbogen die Arme über den Kopf anheben. Armkreis nach unten, aktiv nach vorne falten, aufrollen in den Kniestand, Armbogen über den Kopf und dann Armkreis nach unten. Platziere deine Hände vorne beim Becken und dann sitzt du zurück und faltest den Oberkörper aktiv nach vorne. Wieder aufrichten. Dein Becken und die Wirbelsäule bleiben dynamisch stabilisiert in einer zentrierten Ausrichtung. Das ist eine Kernstabilisationsübung, die auf die Rückenmuskulatur fokussiert. Das machen wir noch einmal. Und dann gehen wir in eine zweite Übungssequenz über. Und zwar rollst du das Becken nach vorne oben ein und du rollst die Wirbelsäule ein. Sit back and curl. Verlagere das Gewicht nach vorne. Spine stretch. Und dann zentriere dein Becken und die Wirbelsäule in den Active Forward Fold und richte dich wieder im Kniestand auf. Ausatmen, sit back and curl. Einatmen, nach vorne rollen in den Spine Stretch. Ausatmen, Becken und Wirbelsäule zentrieren. Mit der Einatmung aufrichten. Pausiere einen Moment und dann einmal Arch. Das Brustbein anheben, lange Streckung. Zentrieren. Dreh den Fuß rechts nach außen, heb das Knie an und dann gehst du nach vorne mit einer gezielten Bewegung. Du drehst dich über die Zehenspitzen, die Ferse, artikulierst den Fuß. Das gibt nicht nur Beweglichkeit in den Fuß, das Fußgelenk und das Hüftgelenk, es macht auch anpassungsfähiger. Im 90-90 Kniestand zentrierst du das Becken vorne, das heißt, du hebst dein Schambein leicht an. Seitlich ist die rechte Seite vielleicht höher, das ist in Ordnung so. Du hebst nun deine Arme nach vorne oben an mit dem Armbogen, Armkreis nach unten. Deine Wirbelsäule bleibt aktiv verlängert, das Becken in seiner aufgerichteten Position. Und nun fügen wir Bewegung ein. Wenn du die Arme nach unten kreist, dann stößt du den vorderen Fuß nach vorne, das Becken schiebt sich zurück, der Oberkörper faltet sich, richtet sich auf. Wieder falten im Oberkörper, das ist ein aktives nach vorne falten und aufrichten. Indem du den Fuß, den rechten, nach vorne wegschiebst, beginnt sich das Knie zu strecken und das Becken zurückzuschieben, der Oberkörper faltet fast wie von selbst. Die Stabilität, die kommt von innen. So, das machen wir noch einmal. Arme gehen nur auf Schulterhöhe. Und dann platzierst du deine linke Hand auf der Matte, einem Yoga-Block oder einem Buch, sodass du ein bisschen erhöht bist. Und jetzt presst du deine linke Hand gegen die Unterlage. Das ist dein Kraftarm. Und über diesen Arm beugst du nun deine Wirbelsäule seitlich, lässt die oberen Rippen öffnen. Mit deinem rechten Arm, dem Spielarm, führst du, du ziehst nach unten, spürst, wie sich die Rippen mitdrehen, die Brustwirbelsäule mitdreht. Und dann ziehst du den Arm wieder seitlich über den Kopf, Seitendehnung. Das Brustbein drehst du anschließend in Richtung die Decke, die Handfläche ebenfalls. Dein Arm zieht nach diagonal hinten oben. Zieh den Arm über den Kopf, Seitendehnung, spiraliges nach unten drehen. Eine mehrdimensionale Mobilisation von Schulter, Brustkorb und Wirbelsäule, Brustwirbelsäule, und zwar in beide Richtungen.
Das fühlt sich nicht nur großartig an, das machen wir gerade noch einmal. Das fühlt sich nicht nur großartig an, es befreit auch die Atmung. Ein beweglicher Brustkorb lässt uns tief ein- und ausatmen und so den Körper energetisieren. Und zudem diese Beweglichkeit, die nutzt uns bei jedem Schritt, also wortwörtlich im Alltag. Dreh dich nochmal spiralig nach unten. Und dann gehst du mit beiden Händen nach vorne, drehst das vordere Bein aus, einmal unwind, eine Seitenbeugung nach rechts. Du richtest dich wieder nach vorne aus mit dem Bein und dem Oberkörper. Und dann rollst du auf in einen 90-90-Kniestand, verlängerst deine Wirbelsäule, findest innere Aufrichtung und dann in den Dynamic Shift. Der Oberkörper, der bleibt dynamisch stabilisiert und dann elastisieren wir den Unterkörper, also hier das vordere Bein. Dreh nun aus über die Ferse, zweimal Federn in der ausgedrehten Position, über die Zehenspitzen, zweimal Federn in der eingedrehten Position und dann wieder über die Ferse. Und graduell gehst du so mit federndem Schritt nach außen in eine 90-90-Torposition. Wenn du dort angekommen bist, verweilst du, drehst das Knie nach unten, bringst den Unterschenkel zurück, sodass du wieder in einem Kniestand angekommen bist. Von hier in das Curl und den Sitback. Bleib in der eingerollten Position, verlagere das Gewicht nach vorne, Spine Stretch. Und dann faltest du von den Hüften, zentrierst die Wirbelsäule, richtest dich auf. Noch einmal. Ausatmen, Curl, Sitback. Einatmen, Spine Stretch. Ausatmen, Active Forward Fold. Einatmen, aufrichten, pausier eine Ausatmung lang und dann atmest du ein in den Arch. Lässt die Atmung fließen, sitzt zurück in den Fersensitz. Wenn du einen Yoga-Block verwendest oder etwas anderes, platziere ihn auf der anderen Seite. Armbogen, Arm Circle, Armkreis nach unten. Aufrollen mit dem Armbogen in den Kniestand, die Arme öffnen und dann wechseln wir die Seite, linkes Bein ausdrehen und mit bewussten, genussvollen Schritten nach vorne gehen in den 90-90-Kniestand. Im 90-90-Kniestand angekommen, findest du Hebung im Becken, Länge in der Wirbelsäule. Und dann hebst du die Arme mit dem Armbogen über Kopf an und kreist sie großzügig nach unten. Der Oberkörper ist von innen her wieder dynamisch stabilisiert und das bleibt auch so. Wir gehen einen Schritt weiter hier, nehmen den Unterkörper hinzu. Du presst den vorderen Fuß nach vorne, lässt das Becken zurückschieben, richtest dich wieder auf. Nun auf deiner rechten Seite, vorne bei der Hüfte, gehst du von einer zentrierten Position in eine gelassene Beugung. Und die Faszien der Hüftbeugemuskulatur, tiefe Faszien, tiefe Muskeln, die werden weicher. Und hier ist so ein weiches Hydrationsgefühl. Die Faszien werden genährt und das tut vielen von uns so richtig gut. Arme auf Schulterhöhe ausstrecken, Hand auf den Boden oder den Yoga-Block platzieren. Die Hand ist in Linie mit dem unterstützenden Knie. Du gibst wieder Druck mit der Hand gegen den Boden, spürst die Öffnung auf der Körperseite oben und jetzt ziehst du mit der linken Hand. Die Schulter bleibt stabilisiert, der Nacken lang und dennoch zieht die Hand weg vom Körper in die spiralige Drehung nach unten. Seitendehnung, der
Arm dreht aus, die Handfläche nach oben, das Brustbein dreht in Richtung Decke und dann in die Handfläche Richtung Boden. Du drehst dich spiralig nach unten. Mehrdimensionale Mobilisation der Rippen, der Wirbelsäule, der Schulter, die auch Gleitfähigkeit in die Faszien bringt und Spannkraft. Was nutzt uns die? Wir drehen nochmal nach unten. Die macht uns stabiler und zwar ohne Energieaufwand und gibt Bewegungsfreiheit. Was mir auch sehr gefällt, noch einmal spiralig nach oben drehen, ist die Massage für die Organe. So das Gefühl, du hebst die Organe an, gibst ihnen Raum und dann gibst du ihnen so, du drückst sie, aber so mit Liebe, wenn du nach unten drehst. Und dann kannst du beide Hände auf den Boden platzieren, die Hände nach vorne gehen, das vordere Bein ausdrehen in ein Unwind, Seitenbeugung nach links. Richtest dein Bein, den Oberkörper wieder nach vorne aus, rollst auf in einen 90-90 Kniestand, findest Länge, Aufrichtung, Stabilität und dann Dynamic Hip Release. Elastisieren der Fußfaszien, vielleicht sogar in die Achillessehne rein. Ist ein bisschen wenig Gewicht, aber trotzdem, man kann sie ja zur Intention haben. Du beginnst auszudrehen. Und auch Quadrizeps, hier die Faszien übers Knie, wenn elastisiert, dreh ein. Und wir gehen da graduell in ein Elastisieren auch der Faszien beim inneren Oberschenkel. Und jetzt könnte man sich fragen, was nutzt mir das? Das nutzt mir bei jedem Schritt etwas. Da wird der Gang federnder und anpassungsfähiger. Und diese Anpassungsfähigkeit, die nutzt dir dann was, entweder beim Sport oder auch im Alltag. Zum Beispiel, wenn man so über was drüber stolpert, dann will man die Anpassungsfähigkeit im Unterkörper, die federt einem dann so auf. Du kannst das Bein eindrehen, die Beine wieder parallel ausrichten. Wir gehen einmal in die Sequenz, die wir vorgehend schon gemacht haben, beginnend mit dem Curl. Atme aus, bleib im Curl, verlagere das Gewicht nach vorn und dann zentrierst du Becken und Wirbelsäule, richtest dich auf direkt in das Arch. Ausatmen in das Curl. Einatmen im Curl bleiben. Du zentrierst und dann richtest du dich auf, zentriert. Ich gebe dir eine weitere Variation und zwar Armbewegung integrieren. Wenn du das Gefühl hast, ohne ist genug, wirkt absolut. Vorne, hinten. Schulternbonus. Also Armbogen. Arch, V-Arme, du ziehst nach außen, Armbogen in das Curl, fließende Bewegung in Spine Stretch, Armkreis über Kopf, Active Forward Fold und direkt anheben, genussvoll Arch, einatmen, ausatmen, Curl mit dem Armbogen, einatmen, Spine Stretch, zentrieren mit dem Armkreis ein letztes Mal. Öffnen, anheben der Vorderseite des Körpers, ein länger werden in der Rückseite des Körpers, die dynamische Stabilität vorne und hinten und dann nur eine kleine Arch und zurücksitzen in den Fersensitz.